Was geht ab, ihr Einschnittchen? Willkommen zu Brotatoes. Wir hatten mal wieder Bock auf eine kleine Challenge und wir spielen heute mit dem Lich. Und wir, meine ich, Jonathan und Sebastian und meine Wenigkeit. Hallo. Und dieser hat 10% Regeneration, 10% Lifestyle und die 100% Chance, 10 Schaden zu verursachen, abhängig von deinem Maximalleben, zu irgendeinem random Enemy, wann immer du dich heilst. Der Damage Modification ist reduziert um 50%. Und wir haben uns gesetzt, wir machen Run auf Danger 5, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wer nach seinem Run das meiste Maximalleben hat, gewinnt. Jo. Ja. Ich würde mal sagen, let's go. Voilà. Let's go. Ich habe mir für den Lich überlegt, dass ich bei den Waffen natürlich auf das Geisterzepter gehe, weil ich will ja gewinnen. Das kann voll in die Hose gehen. Eigentlich wäre hier so eine Medizinpistole wahrscheinlich nice, wenn man sich heilen würde, oder so eine Schere. Aber das Geisterzepter macht halt Max-LP auf Stufe 5. Vielleicht ein bisschen wild und ich habe den Lich jetzt auch noch nicht wirklich gespielt. Aber unsere Challenge ist, bekomme so viel Leben, wie geht. Okay, so, dann starten wir mal den Lich. Okay, mit viel Leben. Was ist denn smart? Was hat denn viel Leben? Wahrscheinlich er hier, oder? Weil der macht pro gekillten Gegner max Leben. Also nehme ich das Geisteszepter. Für jeden, den du während mit dieser Waffe tötest. Stimmt, das bringt gar nichts mit dieser Waffe. So, ganz Schnittchen. Der Lich. So, mein Plan ist, eine Kombination aus Ghost Scepter und Medical Gun zu spielen. Für immer mehr Leben und für immer mehr Heilung. Weil die Heilung ist wichtig und na, gucken wir mal, ob das funktionieren wird. Alles, wie ich mir das vorstelle. Achso, ich muss ja Schaden machen. Schaden kriegen, um Schaden, um zu heilen, um Schaden zu machen. Guck mal, dann ploppt der einfach kaputt. Mega. Geil. Okay, macht eigentlich Bock. Also Lich kann schon. Ja, guck mal, Geisterzepter. Bams. Kiste, ja, Bams. Nahkampfschaden, Angriffstempo, nee. Gartenschere. Geht bestimmt auf, weil die Lebensabzug hat. Ich nehme einfach das. Bei Gartenschere. Mal gucken. Aber wir haben eine zweite Waffe. Komm, wir versuchen das. Das müsste einfacher sein in Welle 2. In Welle 2 damit zu starten mit einem HP ist einfacher als in Welle 3. Weil, also wie in der ersten Runde, es spawnen so wenig Einheiten, dass du in den ersten Sekunden eigentlich easy peasy squeezy bist. Mega, aber dadurch, dass ich mich dann am Anfang so viel auch heile, ist es halt auch insane, weil ich direkt von Anfang an über die ganze Map Schaden mache. Weil mit jedem Heal mache ich ja Schaden. Nice. Armor, Range Damage, also ein bisschen Armor. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Okay. Also wir haben AP Regeneration und Lifesteal. So. Heißt, ich brauche Armor, Dodge nicht. Und das heißt aber, ich nehme dich mit und dich. Und ich werde dich mitnehmen und dich auch. Und dann geht's los. Das sind dann drei Stück jeweils. Ah, lol, war das hier die Zepter, die... Ja, natürlich, je mehr Zepter ich habe, umso weniger Rüstung bekomme ich. Immer wenn ich mich heile. Heißt, ich kriege jetzt Schaden und jetzt habe ich Schaden gemacht. Oh, zack. Ah, dann sterben einfach ein paar. Aber 3 ist doch gut, wenn die jetzt schön leveln. Komm, wir haben schon 18 Leben, ohne dass wir... Haben wir Leben... Wir Leben uns schon gerade geholt? Weiß ich nicht, Digga. So, auf Moment, dich möchte ich haben. Ich möchte jetzt einmal jetzt Rollig. Und nochmal. Und nochmal. Da ist sie. Und dich recycle ich jetzt und dann ist gut. So, und los geht's. Ja, wenig Rüstung ist glaube ich, kacke. Also wenn ich da sehe, wie hier zwei Viecher schon mich richtig in die Mangel nehmen, nur weil ich so wenig Rüstung habe, das ist schon doof. Ja, Schadenprozent wird verringert, also gut, wenn wir sowas kriegen. Ja, guck mal, da gönnen wir, haben wir einfach einen Lack. Ja, das heißt, theoretisch wäre voll geil, wenn ich irgendwie dieses Damage-Schaden-Ding kriege, was dauerhaft mir Schaden drückt. Und wenn ich schlecht ausweichen will, ich ja dann nicht. Das Tempo ist schon mal nicht schlecht. Nehmen wir eine Gartenschere mit. Dann würfeln wir neu.
Dann würfeln wir neu. Oh, ich hole einfach erstmal Gartenscheren. Also ich habe jetzt 0 Fernkampfschaden. Macht der aus 1 Fernkampfschaden, macht der einen oder einen halben? Er macht einen halben. Fickt mich hart. Sich jetzt aber irgendwie auch nicht so schwer an, aber vielleicht kommt das noch. Okay, wir nehmen noch einen Geisterzepter, weil wir haben eine Rüstung. Wir können auf 0 Rüstung runter. Wir können mehr Bäume gehen und gleich können wir auch mit Säure rein. Finde ich gut. Steroide brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Steroide am Arsch. Ja, jawohl, das kriegen wir doch so hin, oder? So ein bisschen noch auf Range Damage müssen wir natürlich gehen. Und irgendwie so relativ zügig. Richtung 100 HP gehen wäre schon nice. Aber wir kriegen mehr Bäume, das ist schon mal gut. Also mehr Bäume heißt mehr Heal, beziehungsweise mehr Items. Boah, das sind schon viele. Scheiße, ich krieg die gar nicht mehr tot, alle. Alter, hier liegt übelst viel für diese Moneys rum. Aber ich krieg die gar nicht alle tot. Damit, ich kann gar nicht so nah da rein. So nah da rein. Scheiße, das heißt, ich kann auch nicht. Ich muss auf Angriffstempo gehen. Aber erstmal Rüstung. Was? Kartoffelkanone? Die habe ich doch irgendwann erst freigeschaltet. Damit habe ich noch nie gespielt. Das habe ich nur bei Bram in seinem Ultimate Run gesehen. Wir hatten doch gerade das Problem, dass wir zu wenig Clear haben. Also die HP von der Säure nehme ich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir haben plus 2 Rüstung. Wir können gleich mal die Kartoffelkanone auspacken. Lebensabzug, ja klar, das macht natürlich Sinn. Reichweite brauchen wir nicht. Angriffstempo macht vielleicht Sinn. Ernte kann auch geil sein. Einfach damit man mehr Kohle hat von allem Shit. Und ich habe ja auch eine Ernte plus da unten. Wenn erhöht sich die Welle bis 20 mit jeder Aktivierung um 5%, verringert sich danach. Achso, ja, das ist ja egal. Wir spielen ja nur 20 Level. Lebensabzug und das Ding eigentlich ganz nice, aber das kostet mich eine Menge. Das heißt, ich warte erstmal. Ich will natürlich erstmal die Waffe haben, mit der ich spiele. Die kriege ich nicht. Danke. Also, wir können uns einmal die Kartoffelkanone gönnen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Und LP-Regeneration. Durch Verbrauchsgegenstände einen mehr heilen. Ich weiß nicht, ob ich mich hart heilen will, dass ich immer voll bin. Schwierig. Wie ich immer, ja später schon, ne? Später, wenn es mal schwer wird, komm, gönnen wir uns. Wir brauchen jetzt gleich nur noch irgendwas. Ist eins dieser Items, das dafür sorgt, dass ich dauerhaft irgendwie einen Damage kriege oder so, wäre halt 10 von 10. Oder mehrere sogar. Was? Die Kartoffelkanone ist ja insane stark. Okay, wir haben 34, müssten wir mal drauf achten. Wir haben jetzt ein bisschen Schaden. Das ist ja mega gut. Das ist ja mega gut. Na guck mal, er war erstmal voll rein. Dann kann ich mal noch gucken, wie er mit dem Leben ist. Glück. Glücksschmück. Atomraketenwerfer? Was? Was? Mehr Schaden. Ich auch noch so weit. Ja, ich nehme den Schaden mit. Dann nehme ich nochmal das Angriffstempo mit, weil warum nicht? So, Nahkampfschaden plus ist eigentlich nicht schlecht, aber ich will, wie gesagt, erstmal die Dinger voll haben. Danach kann ich immer noch gucken, was ich mache. Ich bin interessiert. Also ich kombiniere mal hier meine Geisterzepter. So, und dann sperre ich. Ich glaube, ich. Einfach immer rein. Tempo, damit ich schnell in die Gegner reinrenne. Ein bisschen Rüstung ist gut. Verstehe ich den auch nicht. Vielleicht gehe ich auch einfach auf den Sack. Oh, wir haben ja Leben, habe ich das Gefühl. Guck mal, also ich bräuchte jetzt schon. Bräuchte ich doch safe. Aua, aua, aua. Bräuchte ich doch safe so eine Nuke. Jetzt gibt es da 2, 3 von? Alter, was? Muss man hier? Muss man hier? Muss man hier? Gönn mir den Baum!
Oh, the Boss. Alter, ich brauche die Nuke. Aber sowas von. Geil, ich habe 49 Leben. 49 Leben ist jetzt aber nicht so viel mehr, ne? Doch. Okay. Ich reile überhaupt nicht, wie viel ich in der letzten Runde hatte immer. Aber mehr Glück ist auch gut. Mehr Glück ist immer gut. Weniger Crit-Chance, mit Temporüstung. Ja, das ist ja alles, was wir haben wollen. LP-Regeneration. Nehme ich mal das Glück nochmal mit. Nehmen wir das mit. Was macht denn das eigentlich? Alle 14 Sekunden eine Frucht. Oh. Ja, guck mal. Und die Nuke, die macht gerade bei den Dicken, macht die auch schwach, sodass ich halt mit meinem Lifesteal-Gedöns finishen kann. Also ich glaube, das macht schon Sinn. Weil die halt so ein AOE-Damage hat, macht die... Also zumindest finde ich das jetzt gerade ganz gut, weil ich habe jetzt die Runde weniger das Gefühl, dass ich so bedrängt werde. Natürlich muss jetzt halt meine... Also 49, ich habe auch das Gefühl, dass ich weniger... Ah, Item haben wir gekriegt, nice. Dass ich weniger, Ah, scheiße. Dass ich weniger Leben dazu bekomme, weil dann doch die Nuke alles wegnuke, ne? You know? Aber shit on it. Tempo, Reichweite auch gut. Einfach schneller werden. Mich mehr zum Heilen gehen kann. Und ich muss einfach heilen mich. Heilen. Und dabei Schaden machen. Scheiße, ey, wo kommen die denn alle her? Was sind das denn für Massen an Gegnern? Holy shit. Also selbst mit der Nuke komme ich ja kaum hinterher, die zu töten. Was? Feuerwerk haben wir freigeschaltet. Wir haben sogar noch eine Errungenschaft dafür gekriegt. What? Den Baitbro, also dich will ich haben. Ich will dich haben, damit ich mehr rennen kann. Noch ein bisschen Attack Speed. Und das reicht im Prinzip schon. Den Rest machen wir jetzt über die Heilung. Ja, Alien Augen. Ja. Wenn ein Gegner getroffen, sinkt sein Tempo um 10%. Maximal um 30. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt. Da! Ah, nee. Doch, warte mal. Glücktechnik? Ah, nee. Metalldetektor, shit. Ah, nee. Das bringt mir ja gar nicht so viel. Also, klar ist nice, den aufgesammelten Wert zu verdoppeln. Hilft das? Also, Glück hilft, Technik. Ach komm, scheiß drauf. Eigentlich mache ich ja jetzt dauerhaft Schaden, wenn ich Schaden kriege, ne? Aber wäre echt geil, wenn ich mal Rüstung kriegen finden würde, ne? Könnte das echt ein schlechter Run werden. Also der Licht, den fühle ich noch nicht. Ich sehe auch überhaupt nicht mehr aus wie ein Licht. Habt ihr euch mich mal angeguckt? Ich bin ein Affe mit komischer funky Brille. Und irgendwie... was ist das? Das ist safe kein Licht mehr. Aber ich kriege kaum Schaden, ne? Das ist mega gut. Ah, wobei, jetzt gerade habe ich schon... Also wenn so ein paar Charger dich treffen. Aber dadurch, dass ich so viele Bäume habe, mega gut. Und dann brauchen wir wirklich legit nur noch ein Item gleich, was dafür sorgt, dass ich irgendwie regelmäßig mal Schaden bekomme und mehr Rüstung. Und das sind so die einzigen beiden Sachen, auf die wir dann gehen. Max LP. Max LP Schaden, Rüstung, Tempo, Crit Chance. Oh ja, das ist ja richtig nice. Aber wir gönnen uns erstmal das. Dann gönnen wir uns das Alien. Und dann gönnen wir uns das. Awesome. Wir haben noch ein Zepter. Nahkampf, Fernkampf. Ach, Schaden. Ja, das ist auch ein Schaden. Plus 8 LP Regeneration. Beginne Wellen mit minus 50% Leben. Okay, das ist mega. Okay, das ist insane. Ich habe halt einfach 20 Leben. Das ist unser Ziel, mehr Leben zu haben. Ich kriege aber kein Leben auf. Was soll das? Immer wieder noch nicht. Ja, keine Ahnung. Droppt halt auch kein Leben, ne? Oh Gott, aber da kommt direkt der Boss. Shit, das habe ich völlig vergessen. Das war nicht so smart. Was? Oh, ausgewichen. Oh, ich bin Gott. Aua, das war kein Ausgewichen. Aber ich habe Heilung. Oh, Alter, dann fange ich gegen den Boss auf 0 HP an.
Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist doch ein schlechter Witz. Okay, wenn wir das überleben, dann haben wir die Challenge safe gewonnen. Speed brauchen wir ein bisschen. Die nehme ich nicht mit. Ein bisschen mehr davon ist auch okay. Noch ein bisschen Speed, sehr schön. Und du rein, dich mitnehmen. Und dann kriegen wir hoffentlich noch ein bisschen vernünftig Leben. 16 HP mittlerweile, die ganzen Geschichten machen. Sepp, wie viel Glück hast du denn bitte? Nein. Nein. Nee. Hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Der Kartoffel. Oh mein Gott, wir haben gleich einen roten. Eine rote Nuke? Aber wir kloppen uns hier nieder. Ja, wir haben schon mal ein Leben plus jetzt. Ich krieg mal ja mal irgendwas. Was halt einem bringt. Rüstung. Minus Max LP auch noch. Nee. Aber das sieht gut aus. So gefällt mir das. Guck mal, wenn hier kein Boss gerade am Start ist, dann mache ich mir auch gar nicht so ins Höschen. Wir haben aber auch mittlerweile 86 Leben. Ne? Das ist auch schon strong. Wobei jetzt so langsam, also gegen Ende der Runde, finde ich schon unangenehmer. Bin ich auch so bei Half-Life. Das gut, sind immer noch 50 Leben oder so, ne? Dann müssen wir nur noch irgendein Item finden, wie gesagt, was dafür sorgt, dass wir dauerhaften Damage bekommen. Wo ich aber noch nicht sagen kann, welches das sein wird oder was es genau wird. Also ich glaube, ich verkaufe vielleicht die Kartoffelkanone und kaufe mir dafür die Kartoffelkanone. Und den Raketenwerfer lassen wir mal. Das ist unser Plan B. Also wenn alles scheiße läuft, dann werden wir uns den Raketenwerfer gönnen. Klar, der blockt jetzt mir hier. Die Ernte wird am Ende. Naja, egal. Bla. Medaille mega. Also, die blockt mir jetzt zwar immer irgendein Shit, aber gar kein Problem. Alien Wurm nehmen wir auch mit. Wo ist Leben? Weil so haben wir halt das Problem, dass immer, während wir Full Life sind, haben wir halt die Problematik, dass wir nicht so viel Damage machen, aber die ganze Zeit sich treffen lassen, ist halt auch so dieses Spiel mit dem Feuer einfach. Ich dachte, ich kriege dauerhaft Schaden durch ein Item. Also das heile ich dann zu krass gegen oder was? Aber dann heile ich ja die ganze Zeit, oder? Aber ich heile nicht genug. Also du siehst ja die ganze Zeit die Eins, die über meinem Kopf kommt, das ist halt zweimal die Sekunde. Aua. Zweimal die Sekunde heile ich mich um 1 HP, was halt, das hängt gut. Das ist doch ein Witz. Okay, machen wir einfach mehr Gegner. Ich mache halt auch jetzt nicht mehr so viel Schaden, ne? Oh. Der geht ja auch auf Leben. Das heißt, pass auf, Moment. Die macht 11. Der macht 16. Den merken wir uns, den brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, auch cool. Ja, Treestar in One Hit, das möchte ich haben. Explosion. Explosive Damage. Nein. Was für ein Affen? Ja, komm, einmal noch. Ach komm, wir scheißen auf den. Da kommt bestimmt gleich noch einer. Oh, da will ich die Pistole. Leute, ich da. Was? Ich dachte, die gibt's gar nicht. Gibt es die in Kombination mit dem Stab? Ich habe schon, weil ich gar keine gesehen habe die ganze Zeit. Ich habe so gehofft, dass ich eine finde. Vielleicht, weil ich so ein geiler Lacker bin. Wir kaufen mehr Lack. Man kriegt halt super, also ich kriege zumindest super schlecht mit, wenn ich da irgendwelche Kills mache. Durch mein Leben. Der halt dauerhaft dazu kriegt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so unimmens. Kann man das nachgucken? Kann man das nachvollziehen? Beleben! Danke! Max LP, leck mich am Arsch. Wäre ich doch das Geisteszepter nehmen sollen. Ach du Scheiße, sind hier viele Pingpongbälle. Geil! Ich muss einfach nur in so einem Pingpongball drin stehen bleiben, oder? Kann ich nicht einfach stehen bleiben gerade?
Kann ich stehen? Ich kann stehen bleiben. Lol, und ich krieg einfach gar keinen Schaden. Und alles stirbt außerhalb der Map, weil ich mich halt die ganze Zeit heile. Okay, cool. Okay, ich bin zu stark. Ich bin zu stark. Geht das? Darf man zu stark sein? Das ist cool. Weil der Spawn ständig halt diese Früchte, wie gesagt, immer mehr heilen, ist absolut genau das, was wir wollen. So, jetzt gucken wir mal. Ich kann gar nicht beurteilen, wie schnell diese Waves jetzt hier kaputt gehen. Aber jetzt habe ich immerhin ein bisschen Leben, ein bisschen Rüstung. Aber viel Schaden mache ich hier nicht. Ich habe halt auch kein Leben. Belastend. Warte mal, Augen-OP, Alien-Augen machen, die um mich herumfliegen und 62 Damage machen. Das ist krass. Aber Brand wird 10% schneller aktiviert. Ist auch eine Augensache? Hä? I don't get it. Das gehört doch nicht. Also, das sind unterschiedliche Items, oder? Brauche ich mehr Damage? Ach komm, fuck it, ey. Das sind schon viele Gegner, sag ich mal. Tempo. Gartenschere. Ja, steht doch da. Zugefügter Schaden 6300. Okay. Ein bisschen was kommt da zusammen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sofort nochmal einen oder zwei. Na, guck mal. 51. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall was, damit kann man arbeiten. Ich hätte gerne. Okay, wir gehen doch mit dem Attack Speed, weil das an. Oh, nicht Max HP, da ist es doch geil. So, den Garten hätte ich gerne. 2 Armor, 6 Dodge. Nein, das möchte ich haben. Das möchte ich haben. 8 Max HP möchte ich haben. Und los geht es. Echt jetzt auch. Da, 6. Da haben wir doch endlich das, was wir haben wollen. Hier, so was. Minus ausweichen. Perfekt. Tempo nicht. Nee. Das ist doch das, was wir wollen. Wir stayen hier richtig gut. Und auch wenn wir gerade alles auf diesen blöden Elite-Gegner ballern. Und wir haben uns schon die Silberkugeln gegönnt. Es sterben halt alle drumrum. Was halt mega, mega gut ist. Fuck it. Einfach wegen unserer Fähigkeit. Und wir halten durch. Weil wir so krass Rüstung haben. Weil wir so krass Leben haben. Ich weiß es nicht. Weil wir so krass Life Region haben. Ich krieg den ja wohl jetzt in 16 Sekunden tot, das Kackvieh. Ey, jetzt will ich dich auch machen. Verrecke! Alter, 8 Sekunden. Yes, wir haben ein Rot. Was ist denn Rot? Ich habe auch Level 5 noch nicht geschafft, Leute, ne? Das wäre auch mein erstes Mal. 2 Glück pro Crit-Treffer und weniger... Ah, oh, ein Glückspfennig. Was ist das denn? Ein rotes Item und es ist Kacke? Also ich habe halt eine Crit-Chance. Also es ist halt doof. Es ist halt übelst Crap. Einfach jetzt gegen einen, Leute. Boah, Alter! Boah! Holy shit! Krieg ich auf den Schnauz. So, genau das meine ich halt. So, in der Sekunde, wo wir nicht voll live sind, schießen wir die Gegner halt komplett in den Sack. Das heißt, wir brauchen safe ein Item, was einfach dafür sorgt, dass wir gleich mal ein bisschen live verlieren, immer so nebenbei. Wie viel Schaden mache ich eigentlich mittlerweile? Mit 46 Leben. Habe keine Ahnung. Aber das geht immer hoch und runter. Ich habe jetzt auch echt viele Gegner mittlerweile, ne? Muss man auch sagen. Das ist diese Hordenrunde, wo ganz viele Gegner kommen. Ich habe 130 Leben. Das ist schon... Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber ich habe das Gefühl, das ist viel. Das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Wir sind bei 73 HP schon. Das ist schon mal, glaube ich, nicht so kacke. Ein bisschen Armor. Nein. Ja.
Ja. Das zum Beispiel möchten wir haben. Das möchten wir haben. Mehr Gegner brauchen wir nicht. 4% Speed ist mehr als ausreichend. Und 3 HP mehr. 77. So. Heilen. Community Support. Ja! Danke, Chat! Hä? Das ist ja mega gut. Rüstung, Max LP, Tempo. Ja, also weglaufen war jetzt eh nicht so unser Ding. Habe ich das Gefühl? Weglaufen ist eh was für Loser. Ich bin mittlerweile Team stehen bleiben. Weiß ich nicht warum. Nur gerade haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Aber es heilt halt auch sich nicht so schnell, oder? Weil wir killen halt. 70 Schaden ist schon nicht so gering. Weil man macht ja auch mal tock, 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 tock. Dann machst du vor allem mit dem Lebensabzug immer was. So, komm schon, Babyface. Jawoll. Wir brauchen immer mehr Leben, einfach. Das ist eigentlich alles. Mehr Life. Ja, du musst dich halt auf jeden Fall hart gegenheilen. Hab ich zu tief geschürft. Auf jeden Fall auf sein Leben achten. Mehr Gärten wären gut. Holy shit. Holy shit, das war hart. Und was war's? Der Damage Modification ist um 50% reduziert. Dann nehmen wir 12 mit. Damit sind wir mittlerweile bei 44%. Das ist ganz schön stark. Und zack. Und jetzt hier, wo ist denn der Boss da? Das ist eine ganz strange Geschichte, das so zu spielen. So. Macht leider nicht genug Damage, glaube ich zumindest. Glaube ich wirklich. Ich mache nicht genug Schaden. Schade, den werde ich nicht tot bekommen. Okay, immer noch eine Tour. 5% weniger Gegner? Why not? Okay, Bob, also wir halten gut durch, aber mein Clear ist jetzt nicht so geil. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein Leben nicht hochtickt. Weil ich halt mit meinen Stäben einfach keinen Schaden mehr mache. Immerhin muss ich mich nicht so auf mein Leben konzentrieren, sondern kann einfach weiter einsammeln. Okay. Ja, er hat noch 70 Leben, aber er macht... Umso schneller die LP-Regeneration ist, da tickt ja dann häufiger. Tick, 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 tick. Da mache ich ja immer Schaden. Ne? Tick, 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 tick pro Tick Schaden. Das heißt, es wäre gut, wenn ich mehr LP dazu kriege, statt Lebensraub. Oder? Was sind das viele Gegner? Da ist noch eine Kartoffelkanone und Raketenwerfer. Ja, komm, let's do it. Ich habe gerade gesagt, es ist einfach Schmutz, wie wenig Schaden ich mache. Und jetzt kommen die Elite-Gegner. Ich muss mal meinen Raketenwerfer ein bisschen upgraden. Was war das denn? Shit. Stimmt, ich spiele als... Aber das ist der Boss. Okay, man spielt jetzt quasi gegen alle Bosse, die vorher man auch gespielt hat in unterschiedlichen Stages. Sind die Bosse die Elite-Gegner? Okay, die Bosse geben dann halt... Der ist ja super lame. Ich nehme noch mit... Da. You take one damage per second. Ja. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Und... Das ist eine Silver Bullet auch. Schmoop möchte ich auch noch haben. Estis Couch, was ist das? 2 LP-Regeneration pro Tempo. Das sind minus... Kann ich crazy auf Tempo gehen? Wir haben jetzt gerade... Tempo 3.
Ach so. 2 LP-Regeneration für Minus-Tempo. Oh. Das ist aber... Ja, aber das kriegen wir nicht mehr hin. Scheiße, hätte ich... Das kenne ich gar nicht. Bei minus 15% Tempo, dann wären wir bei minus 12. Dann würden wir 24 LP-Regeneration bekommen. Das ist ja mega. Okay, das nehmen wir noch für den Boss mit. Alter, das ist schon rabiat hier, was hier abgeht, ey. Holy shit. Nahkampf, ne. Das heißt, ich würde jetzt LP-Regeneration oder Leben einfach nehmen. So. Können wir mal so langsam, also wenn wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, auf irgendwas zu wechseln. Dann, ja, wir brauchen auf jeden Fall. Also ich mache nicht mehr genug Damage. Letzte Runde war ja die Boss-Runde. Oder Elite-Gegner-Runde, deshalb dürfte das jetzt ja eigentlich easy-peasy sein. Wenn wir einfach echt wenig Geld machen. Und dafür, dass ich so heftige Waffen habe und so heftig alles eigentlich, ist mein Clear gar nicht so hoch, finde ich. Also mit dem Boss könnte nachher echt noch ein Struggle werden, je nachdem, was für ein Boss das ist. Oh, 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 oh. Also wir heilen uns wirklich gut gegen, aber wir merken trotzdem auch. Uff, das ist so eine Sache mit der Sache. 20 EP gewinnen. Reicht das noch für die Runden, ne? Gerade habe ich dann noch überlegt, da was zu machen, aber jetzt dann irgendwie nicht mehr. So. Heilung. Zack, 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 zack. Wir müssen eigentlich, darf ich nie auf Full Leben sein. Das wäre gut. Aber ich darf natürlich auch nicht sterben, das wäre schlecht. Angriffstempo für jeden Gegner. Oh, das macht aber Rüstung weniger. Also wir nehmen die Couch. Oh, nehmen wir nochmal Community Support. Ist es gut, schnell ultra fast angreifen zu können mit meinen Waffen? Ultra fast angreifen zu können. Schon, weil wir haben, hier haben wir Lifesteal drauf, da haben wir auch Lifesteal drauf, da auch, also schon nicht schlecht. Und wir werden gleich einfach die ganze Zeit versuchen, den Boss zu machen, auch wenn 2 Rüstungen weniger Aua machen kann. Also es ist halt trotzdem, leider kriege ich halt immer noch so viel Schaden, dass ich dann doch irgendwie auf achten muss, dass ich überlebe. Weil es ist nicht gering, was ich hier abkriege alles. Blutegel. Guck mal, 155. Letztes Item. Auf 0 runtergekauft. Mehr war nicht drin. 166 Leben. Zum Boss. Was? Das sind 2 Bosse? Gott. Shit, Reno. Und dann ist es auch noch der nervige, wo man aufpassen muss, wo man steht, weil sonst einfach diese Laserbeamkugeln unendlich viel Schaden machen. Harvesting. Ja, nehmen wir doch mal den Attack Speed mit. Okay, ich möchte das und das auf jeden Fall haben. Möchte ich noch eins hiervon haben? Nein. Möchte ich nicht. Einen Roll machen wir noch. Nee, nichts dabei. Langsamer machen ist gut. Überleben. Auch super. Macht halt nicht genug Schaden. Also ich habe zwar 15, also ich kriege jetzt nicht so viel Schaden, aber ich muss trotzdem ein bisschen... Also es ist gut, wenn mehrere Gegner leben, denn... Ich versuche jetzt mal erstmal auf den einen hier zu gehen. Dann haben wir den schon mal weg. Ich will zumindest hier den Boss besiegen. Ja! Yes! Wir haben den Boss besiegt. Also ich weiß, wir farmen jetzt nicht ultra viel Leben, weil wir die Ads nicht mit unserer Waffe machen. Mein erster Level 5 Run! Level 5! Boah!
gegönnt. Mega, Werkmeister ist freigeschaltet und Dämon und Tentakel. Und wir haben 162 Leben. Das kommt mir jetzt nicht unfassbar viel vor, aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist trotzdem gut. Ich bin sehr gespannt, was die anderen haben. So, bei der Horde sollte ich hoffentlich auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen hier richtig geil Leben bekommen. Ich bin gespannt. Die Horde wird auf jeden Fall krank. Oh, das könnte mein Ende sein. Das ist mein Ende. Fuck. Okay, 106. Ah, die Taktik war, glaube ich, nicht optimal. Mal gucken, wie gut die anderen waren. Macht halt nicht genug Schaden, um den Boss zu killen, glaube ich. Wir sind auch zu viele Gegner da. Nee, jetzt knicken. Den kann ich nicht legen. Ich versuche auszuweichen. Es sind halt so viele Gegner. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal überleben. Okay. Holy shit. Boah. War das dann doch letztendlich zu viel, was ich wollte. Das ist spannend. Aber letztendlich bin ich nur bei 94. Vielleicht hätte ich doch über das Lebensding gehen müssen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben die anderen ja mehr verkackt. Wir sind durch und haben alle mit dem Licht einen mehr oder weniger guten Run gemacht. Oder mehrere vielleicht sogar. Alter, das war schon tricky, muss ich sagen. War mal anders, eine andere Art zu spielen. Also ich habe mit 3 Heal-Guns und 3 Stäben gespielt. Ich habe mit sehr viel Stäben angefangen und irgendwann zum Glück mal eine Heal-Gun bekommen, weil sonst wäre auch langsam echt Ende gewesen. Was ist denn eine Heal-Gun? Ja, eine von diesen, genau, die Medical Gun, die 50% Lifesteal hat pro Schuss. So, das oh. Halt. Ich halte es ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe einen falschen Ansatz gewählt. Was ich hast hatte du denn gemacht? Also, da stand ja drin, dass der Schaden macht, wenn der sich heilt. Ja. Und in dem Stab, wo du mehr Leben kriegst, stand drin, wenn der Stab killt, ja, dann kriegst du überhaupt erstmal Leben vielleicht dazu. Deswegen habe ich gedacht, sind die Stäbe voll scheiße. Permaleben bekommst du dazu, ne? Ja, aber Permaleben dazu bringt mir ja nichts, wenn ich den hauptsächlichen Kill über das Heilen mache. Das so habe ich es mir gedacht. Ja, aber die Challenge geht um Max-Hub. Hey. Ja, genau. Das ist richtig. Und du machst mehr Schaden, wenn du mehr Leben hast. Ja, das ist richtig. Das ist absolut auch richtig. Aber ich habe trotzdem vielleicht den falschen Ansatz mit meinen Gartenscheren gewählt. Hast du trotzdem gewonnen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht getan habe im Nachhinein. Also ich habe schon mal mehr als 50 Leben. Ja, deutlich. Ja. Mehr. Ich habe übrigens nicht Welle 20 geschafft. Oh. Okay. Oh. Also nach Level 9 war dann machbar. Also ich habe mehr als 100 Leben. Ja, sicher. Nö. 94. Oh, aber das ist trotzdem schon gut. Ja, aber keine Ahnung, dann irgendwann. Ich habe auch mehr, super wenig Lebensdinger bekommen. Ich war die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit diese viermal mehr Monster und keine Ahnung, super viel Life Leech und Life Rack, aber es hat halt nicht funktioniert. Leider. Mehr als 150 Leben. Ja, nee, dann hast du schon gewonnen. Ich habe auch Level 20 nicht geschafft, bin Level 18 mich rausgeflogen auf 106. Ach krass, 106 sogar. Er sagt deutlich mehr. Ich habe Level 20, ich habe 167 Leben. Aber ich bin auch dann nochmal weitergekommen. Ich habe eine Kartoffelkanone irgendwann equipped, das fand ich mega smart, weil die macht ja auch HP-Schaden. Ja, dachte ich, ich habe die Kartoffelkanone gesehen und dachte mir so, für später ist die bestimmt gut. Und dann habe ich die weggerollt. Weil sonst wäre ich halt gestorben. Ich habe die halt irgendwann, als ich fast verreckt bin, dachte ich so, okay, jetzt musst du Kartoffelkanonen nehmen, sonst verreckst du. Das war auch gut. Ja, die hätte ich auch nehmen sollen. Ja, GZ Sebastian. Das war eine Folge Brotatus. Falls ihr das cool fandet, lasst ein Like, dann wissen wir es, dann machen wir doch mal sowas. Haut rein. Bis dann. Tschüss.